Heute gibt es ein neues Dividenden-Update für euch, und zwar geht es um die Dividenden aus dem November 2021. Und eins kann ich euch schon mal verraten, es war ein absoluter Rekordmonat. Bevor wir aber loslegen und ich euch meine Dividendeneinnahmen aus dem November zeige, würde mich natürlich wie immer interessieren, wie viel Dividenden ihr in diesem Monat bekommen habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an und reden gar nicht lange drum rum. Vielleicht noch kurz als Info für alle, die neu hier auf dem Kanal sind. Ich bringe immer am 10. eines jeden Monats dieses Dividenden-Update hier und zeige eben, wie viel Dividenden ich bekommen habe und am Ende des Videos auch, wie sich die Dividenden im Vergleich zum Vorjahr gesteigert haben. Bei diesem Video hier muss man dazu sagen, dass wenn das Video online kommt, also am 10. Dezember, ich hoffentlich schon in Indonesien irgendwo am Strand liege. Das heißt, ich habe das Video schon am 20. November heute aufgenommen. Das heißt, dass die aktuelle Dividendenrendite und der Kurs dazu natürlich nicht ganz aktuell sind, sondern eben vom 20. November. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Der erste Dividendenzahler diesen Monat war Bud, also British American Tobacco, welche mir fast 342 Euro überwiesen haben, nämlich 341,87 €. Das ist die Netto-Dividende, wie übrigens alle, die hier genannt werden. Also Kapitalertragssteuer und so weiter sind hier schon abgezogen. Die aktuelle Dividendenrendite hier bei diesem Wert liegt bei 8,5% und ist damit wirklich schon sehr, sehr hoch. Die zweite Zahlung kam von General Dynamics, einem Rüstungskonzern aus den USA. Hier habe ich 37,76 € auf mein Konto überwiesen bekommen. Aktuell werden pro Aktie und Quartal 1,19 $ ausgeschüttet und die aktuelle Dividendenrendite beträgt damit 2,39%. Die dritte Zahlung diesen Monat kam von Apple, meiner größten Position. Falls ihr mein Depot übrigens noch nicht kennt, verlinke ich euch das jetzt nochmal hier oben. Gerne mal reinschauen, dann wisst ihr auch, welche Aktien ich so im Depot habe. Von Apple habe ich 187,26 € bekommen diesen Monat. Das ist schon wirklich eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die aktuelle Dividendenrendite nur bei 0,55% liegt. Aber hier habe ich es auch mal dazu geschrieben, meine persönliche Dividendenrendite bei Apple liegt eben schon bei 2,41%. Das liegt einfach daran, dass mein durchschnittlicher Einstiegskurs 36,44 US-Dollar sind und eben nicht 160,55, wo die Aktie gerade steht. Das ist schon wirklich sehr, sehr erfreulich und die persönliche Dividendenrendite wird hier natürlich auch in Zukunft weiterhin steigen. Ein Abonnent hatte mich beim letzten Dividenden-Update auf die Idee gebracht, meine persönliche Dividendenrendite immer noch mit anzugeben. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, deswegen habe ich das jetzt hier mal bei Apple gemacht. Bei den anderen Werten noch nicht, da ich die teilweise in beiden Depots habe und damit erst noch ein bisschen rumrechnen muss, was genau mein Einstiegskurs eigentlich ist. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach nur für Apple mal gemacht. Die habe ich zwar auch noch im anderen Depot, aber das sind irgendwie nur ein paar Stück. Und in dem anderen Depot habe ich über 1300 Stück. Das heißt, das fällt da nicht wirklich ins Gewicht. Für die zukünftigen Updates werde ich das dann immer ausrechnen, wie das wirklich ist. Und auch noch hier bei den anderen Werten natürlich dazu schreiben. Falls ihr auch noch irgendwelche Anregungen oder Vorschläge habt, könnt ihr die auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, wenn das gute Vorschläge sind. Und wie ihr seht, übernehme ich diese dann auch, wenn das wirklich passt und sinnvoll ist. Das waren dann tatsächlich auch schon alle Dividendeneinnahmen im November 2021. Jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie die prozentuale Verteilung dieser Zahlungen war. Und ihr seht es hier schon, Bud hat mit Abstand den größten Anteil gehabt mit 60% der Dividendeneinnahmen. Dann kam Apple mit immerhin noch ein Drittel, also 33%. Und General Dynamics kam noch auf einen Anteil von 7%. Natürlich ist der Bud-Anteil hier relativ groß, aber Bud habe ich ja auch extra nur für die Dividende gekauft und ich werde hier erstmal in näherer Zukunft nicht mehr aufstocken, denke ich. Das heißt, der Bud-Anteil wird in Zukunft auch abnehmen, da ich davon ausgehe, dass zumindest Apple die Dividende stärker erhöhen wird als Bud. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie viel dann insgesamt wirklich rumgekommen ist diesen Monat, nochmal kurz die Zusammenfassung. Bud hat 341,87 € überwiesen, Apple 187,26 € und General Dynamics 37,76 €. Das macht dann in Summe 566,89 € an Netto-Dividendeneinnahmen im November 2021. Das ist ein neuer Rekord für dieses Jahr und ich bin wirklich sehr, sehr stolz darüber. Es freut mich wirklich, so viel Dividenden hier bekommen zu haben diesen Monat. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch anschauen, wie sich die Dividendeneinnahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat und insgesamt im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. Im Vergleich zum November 2020 konnte ich meine Dividendeneinnahmen diesen November um 99,57% steigern. Das heißt fast eine Verdopplung der Netto-Dividendeneinnahmen. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Und ich freue mich wirklich, wie gesagt, einfach sehr darüber, denn 570 Euro fast netto, das ist für mich schon ganz schön viel Geld. Natürlich gibt es einige Leute, die noch viel, viel mehr Dividenden bekommen. Aber für meine Verhältnisse ist das wirklich sehr, sehr viel Geld, das hier einfach zusätzlich reingekommen ist, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und das Geld
wird natürlich auch in neue Aktien, beziehungsweise diesen Monat vielleicht auch in meinen Urlaub fließen, das weiß ich noch nicht genau, aber das werdet ihr dann sicherlich auch mitbekommen. Im November 2020 habe ich also noch 284,05 € bekommen und diesen Monat eben schon 566,89 €. Das ist schon wirklich eine krasse Steigerung, wie gesagt, ich freue mich super darüber. Aber jetzt schauen wir uns noch an, wie denn die Dividendeneinnahmen von Januar bis November in Summe sind und das auch im Vergleich zum Jahr 2020. Und ja Leute, was soll ich sagen, ihr seht es hier schon, im Jahr 2020 hatte ich von Januar bis November 2216,44 € Netto-Dividende erhalten, im Jahr 2021, also im aktuellen Jahr, schon 3161,55 €. Das ist eine Steigerung von 42,64% oder in etwa 900 € mehr Netto-Dividende. Das ist schon wirklich stark und freut mich hier sehr. Ihr seht es, jeder einzelne dieser grünen Balken ist deutlich höher als der entsprechende Vorjahresbalken, also der blaue. Und besonders im November ist der Unterschied natürlich schon sehr, sehr hoch. Und ihr seht es auch, der November-Balken ist der höchste hier im Jahr 2021. Das heißt, es war wirklich ein neuer Rekordmonat für mich und ich freue mich einfach super. Wenn man die Dividenden gleichmäßig auf die Monate verteilen würde, dann hätte ich im Jahr 2021 bisher Dividendeneinnahmen von 287,41 € netto pro Monat bekommen. Im Jahr 2020 waren das zum gleichen Zeitpunkt 201,49 € netto pro Monat. Das heißt, ich habe hier 86 € in etwa mehr Netto-Dividenden pro Monat im Vergleich zum Vorjahr. Und diese Durchschnittswerte sind ja auch nochmal eingetragen mit den gestrichelten Linien. Das heißt, man sieht hier, ich habe die Dividendeneinnahmen im Jahr 2020 bisher einfach wirklich sehr, sehr gut gesteigert. Und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, der Dezember kommt auch noch. Der sollte auch wieder stärker sein als der Vorjahresmonat, allerdings natürlich nicht so stark wie der November. Ich bin hier wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Natürlich auch insbesondere langfristig, denn ich fange ja das Ganze hier erst an und ja, es ist einfach cool zu sehen, dass das jetzt schon so an Dynamik gewinnt. Und wenn ich das noch einige Jahre so weitermache, dann wird das hier richtig abgehen, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass ihr mich auch weiterhin verfolgt bei diesem Prozess und weiter daran teilnimmt. Und ich hoffe natürlich auch vor allem, dass ihr auch weiterhin fleißig investiert, eure Dividendeneinnahmen steigert und euch in Zukunft einfach immer mehr daran erfreuen könnt. Denn ich finde das wirklich einfach krass. Es ist ja quasi schon vorprogrammiert. Es ist ja sicher eigentlich, dass diese Dividendeneinnahmen in Zukunft einfach immer weiter steigen werden. Denn ich investiere natürlich noch monatlich weiter. Die Dividenden werden im Idealfall jedes Jahr erhöht von den Unternehmen. Das heißt, hier kommt irgendwann wirklich so ein Schneeball ins Rollen und ich freue mich schon richtig darauf. Wenn ich schon mal vorausrechne, dann müsste ich im Mai nächsten Jahres über 1000 € Netto-Dividende bekommen. Aber das werden wir dann sehen, ob das wirklich so alles passt. Vielleicht tut ja auch irgendein Unternehmen die Dividende streichen oder ich kaufe einfach noch viel mehr hinzu, dass es noch viel mehr wird. Wir werden sehen, Leute. Insgesamt bin ich sehr, sehr optimistisch und die Dividendeneinnahmen werden hier natürlich weiterhin enorm wachsen in Zukunft. Bleibt also dran mit dem Investieren, macht immer weiter, lasst euch nicht unterkriegen und freut euch am Ende über eure Dividenden und Kursgewinne. Also das war's auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.